So, hier unsere Einstiegsstufen, die Matrix. Was ist jetzt ganz wichtig? Es ist jetzt einfach mal ganz wichtig zu verstehen, dass wir 10 verschiedene Matrixen haben, also 10 verschiedene Investmentstufen, wenn man so möchte, und dass jede Investmentstufe selber 10 Generationen hat. Das wird oft verwechselt, auch von den Kriterien, um Boni zu erhalten. Das ist natürlich auch ein bisschen verwirrend, weil es auch genau 10 Generationen in der Tiefe sind, wie genau 10 Matrixen, die sich aufbauen. Also da müsst ihr ganz, ganz klar unterscheiden. Die Matrixen sind die Investmentstufen. Und die haben wir jetzt hier nochmal dargestellt. Also man kann oder beziehungsweise jeder muss in der 100-Dollar-Matrixstufe einsteigen. Die sehen wir hier. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist vollkommen egal, wie viel Geld man letztendlich investieren möchte, welche Position man mal bekleiden möchte hier im System. Jeder von uns fängt hier mit den gleichen Möglichkeiten an und jeder von uns muss in die 100-Dollar-Matrix einsteigen. Was passiert jetzt mit diesen 100 Dollar, die wir ins Crowdfunding-System positionieren? Von diesen 100 Dollar gehen laut der Tabelle 50%, also 50 Dollar ins Trading. Und 50% von dem Geld gehen eben in das DAISY Crowdfunding-System. Davon werden Provisionen bezahlt. Das Geld geht zu Endotech etc. pp. So, und ihr könnt schon sehen, dass pro 100 Dollar, ja, bekommt man einen Anteil an Endotech. Ja, wir sehen bei 100 Dollar einen Anteil, 300 Dollar drei Anteile. Also immer pro 100 Dollar gibt es einen Anteil. Wie setzt sich dieser Anteil zusammen? Werden wir auch oft gefragt. Endotech hat natürlich 100% Aktienkapital und von diesen 100% geben sie 5% Equity ab. Und diese 5% Equity werden durch alle Crowdfunding-Teilnehmer geteilt und jeder bekommt entsprechend seine Anteile das Verhältnis von diesen 5% ab. So müsst ihr das verstehen. Also alle, die Summe aller unserer Anteile, die hier am Crowdfunding-System teilnehmen, machen im Endeffekt am Ende 5% von Endotech aus. Das ist unsere vorbürstliche Beteiligung. So, und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne im Investmentsektor 1.500 Dollar ausgeben, wie es hier in der kumulierten Spalte zu sehen ist. Das heißt, man hat dann 4 Matrixen gebucht, 100 Dollar, 200 Dollar, 400 Dollar, 800 Dollar und das ergibt dann in der Summe 1.500 Dollar. So. Warum ist das so aufgebaut? Warum kann man denn nicht eigentlich direkt sagen, ja Mensch, wenn ich doch 1.500 Dollar investieren möchte, warum kann ich mir denn nicht direkt die Matrix 4 kaufen mit den 1.500 Dollar? Die Logik dahinter ist ganz simpel. Dadurch, dass wir alle gezwungen sind, mit der 100-Dollar-Matrix anzufangen, ist auch jemand in der Lage, hier sich wirklich ein Imperium aufbauen zu können, wenn der selber nur 100 Dollar hat. Stellt euch vor, ich sehe jetzt gerade hier vor mir den Hans Egon, den sehe ich gerade im Bild. Der Hans Egon jetzt sagt beispielsweise, ich habe jetzt nur 100 Dollar zur Verfügung und ich buche mir nur die 100-Dollar-Matrix. Und der Hans Egon sagt, ich möchte aber 1.500 Dollar investieren und bucht sich direkt die Vierer-Matrix, ja, dann bin ich ja außen vor. Dann partizipiere ich ja gar nicht an dem Hans Egon, weil der quasi an mir ja vorbeirauscht. Aber wenn ich nur die 100 Dollar habe und der Hans Egon ist auch gezwungen, die 100 Dollar erstmal zu positionieren, dann habe ich ihn in meiner 100-Dollar-Matrix drin. Da sind wir quasi Partner in der 100-Dollar-Matrix. Wenn der Hans Egon dann weitermacht und bucht sich die 200-Dollar-Matrix und ich habe sie nicht, dann sind wir leider da keine Partner mehr. So müsst ihr das verstehen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man hier, also wirklich der Schüler, der sich 100 Dollar von der Oma leiht, der kann hier alles erreichen, alles. Und das ist das Geniale an diesem System. Okay? Also, jeder fängt mit der 100-Dollar-Matrix an und dann positioniert er sich so weit, wie er möchte. So, jetzt gucken wir uns an, wie funktioniert die Matrix denn an sich. Also, wir bekommen von der Company das Angebot, uns erstmal in der 100-Dollar-Matrix zu positionieren. Wir kaufen uns quasi unsere eigene Matrix. Ja? Die Matrix ist ein Dreiersystem. Das heißt, hier bin ich bin also Generation 0 und jede Linie ist eine weitere Generation. Meine ersten drei Geschäftspartner sind die erste Generation.
Die nächsten neuen Partner sind die zweite Generation und so baut sich das bis zur 10. Generation auf. Da gehen wir aber gleich nochmal genau rein. Also jede Matrix hat eine gewisse Tiefe und diese Tiefe drückt sich natürlich in Personen aus, an Menge von Menschen, die in meiner Matrix sich positionieren. So, und jetzt kann ich sagen, okay, welche Matrixen werden denn jetzt noch angeboten? Ja, die 200er, die 400er, die 800er, wie wir es gerade gesehen haben in dem Bild vorher, bis zur 10. Matrix. So, und jetzt sage ich, okay, ich investiere jetzt $100 ins Crowdfunding-System und ab diesem Zeitpunkt habe ich eine Position in der 100-Dollar-Matrix. Und alles, was jetzt an Manpower in diese Matrix hineinkommt, wird quasi mir zugeordnet. Das ist jetzt wichtig. Jetzt kann es sein, dass ich ja, mir die $200-Matrix auch noch buche, weil ich das System erkenne und sage mir, okay, wenn ich jetzt 300 investieren möchte, dann habe ich auch noch die Matrix 2 positioniert. So, dann bin ich mit einem Gesamtkapital von $300 dabei. So, und wenn ich sage, so, das ist im Moment mein Investment-Horizont, den ich machen möchte, dann fange ich jetzt an, so meine ersten Partner zu informieren, was kann man machen. So, der erste Partner, den ich informiere, jetzt schaut die Matrix, welcher Platz ist hier frei? Ja, und zwar geht sie von oben nach unten und von links nach rechts. Jetzt kann es sein, dass der Partner, den ich oben drüber habe, auch schon mehr als 3 Personen hat, weil er hat ja auch nur eine Dreier-Matrix und die müssen natürlich auch irgendwo hinkommen. Jetzt kann es also sein, dass der nächste Partner nicht von mir direkt kommt, sondern auch wieder von meinem Partner. Auch da schaut die Matrix direkt automatisch, welcher Platz steht jetzt gerade zur Verfügung. Und so weiter und so weiter. Also bei der Matrix ist es im Grunde genommen egal, ob das Partner sind, die durch meine Aktivität ins Geschäft gebracht werden oder über die Aktivität, über die Partner, die über mir liegen. Ja, weil auch dort baut sich die Matrix ja auf und überschneidet sich natürlich mit meiner Matrix. So, also, jetzt ist die Frage dann, wie weit baut sich jetzt meine $100-Matrix auf, dass ich da mitverdienen kann? Das machen wir gleich im Anschluss in der nächsten Folie. Aber was ist jetzt wichtig? Was passiert jetzt? Wenn jetzt meine 3 Kumpels, meine 3 Partner sagen, okay, du, wir nehmen jetzt auch nochmal $200 in die Hand und buchen uns die 200er Matrix. Dann schaut die Matrix wieder, okay, wer ist da drüber? Ich, kein Problem. Dann kommen sie wieder unter mich. Wenn jetzt einer meiner roten Kumpels aber jetzt sagt, du, weißt du was, ich möchte auch die $400 Matrix buchen. Und ich sage, ja, ich im Moment aber noch nicht, ich will noch warten, ja, was überhaupt kein Problem ist. Und der Kumpel, der macht es schon. Dann schaut die Matrix wieder, wo ist der nächstfreie Platz? Der wäre dann an dieser Stelle, wo ich vorher war. Und er nimmt dann diese Position ein. Und wenn ich mich dann später dazu entschließe, die $400-Matrix zu buchen, dann komme ich hierhin. Und meine anderen Kumpels, die folgen mir dann, wie immer, da geht's weiter. Wenn ich jetzt aber sage, oh, das Geschäft läuft so gut und ich möchte auch die 800er-Matrix buchen und ich buche die vor meinem roten Kumpel wieder, bin ich wieder oben. Und dann geht das Spiel wieder weiter. Ja? Also man sollte bei diesem System sich vorher überlegen, wo möchte man hin? Ja, wie viele Matrixen möchte ich mir im Grunde genommen positionieren? Das ist am Anfang ganz, ganz wichtig. Ja, so. Und jetzt ist dann die Frage, wie tief verdiene ich in jeder Matrix mit? In der $100-Matrix kann man, wenn die sich füllt, und zwar bis zur 10. Generation, und wie das geht, zeige ich gleich, wenn die sich bis zur 10. Generation füllt, dann kann ich mit $100, kann ich $346.000 verdienen, wenn ich gewisse Kriterien erfüllt habe. Zu den Kriterien kommen wir gleich. Hier unten seht ihr schon, $100 und 24 Partner. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Matrix voll wird, ist natürlich am höchsten. Die ist fast in meinen Augen bei 100%. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil derjenige, der am System mitmacht, der muss ja hier investieren. Von diesen Menschen, die hier reingehen, werden mit Sicherheit 98% auch die $200-Matrix buchen. Ja, weil, mal ganz ehrlich, wenn man ein bisschen am Trading verdienen will und
Das sind dann 100 Dollar. Das kann man nicht mit leben und nicht mit sterben mit 100 Dollar. Ja, also viele werden sich natürlich dann in den Matrixen auch höher positionieren. Und wenn ich jetzt sage, dass diese Matrix hier, die erste, die 100-Dollar-Matrix, sich zu 98% füllen wird, oder zu 100% und die nächste zu 98%, dann seht ihr ja schon, hier ist ja auch doppelter Umsatz gemacht. Ich bekomme ja hier in dieser Matrix für jeden Partner, der in der Matrix ist, auf die 100 Dollar bekomme ich zwischen 3% und 4% Matrix-Provision. Auf jeden. Der muss nicht von mir selber kommen. Der muss auch noch nicht mal aus meiner direkten Einschreibungslinie kommen. Der kann auch von den Leuten kommen, die über mir drüber sind. Also der sogenannte Spillover. Auch das erklärt der Jörg gleich nochmal. Ja? Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier die 100er Matrix voll wird, so sicher wie das Amen in der Kirche. Bei dem einen wird es schneller funktionieren, wenn man aktiv ist. Bei dem anderen dauert halt es länger. Wenn man halt über den Spillover nur wartet, das dauert dann halt länger. Ne? Also hier ist im Grunde genommen bei diesem System, und das finde ich persönlich so genial, ist, hier wird Fleiß belohnt. Hier wird derjenige belohnt, der fleißig ist, der kontaktiert. Hier geht es nicht um das Geld an sich. Und bei diesem System, ich sage es immer wieder, kann man wirklich das Prinzip anwenden vom Tellerwäscher zum Millionär. Auch hier kann der Student mit 100 Dollar sich ein Imperium aufbauen. Und das ist einfach genial. Er bucht sich dann die Matrix 200 vielleicht ein bisschen später, weil er nicht die finanziellen Mittel hat. Aber wenn er sie bucht, dann ist er drin und alles, was dann unter ihm wieder passiert, hat er doppelte Provision. Und dann wächst natürlich der eigene Provisionspool größer und man ist schneller in der Lage, auch in den höheren Matrixen sich zu positionieren. Also, hier durch die Matrixen sichert ihr euch quasi die Position, eure Provisionsposition in der jeweiligen Matrix. So, und wie tief verdiene ich jetzt in jeder Matrix mit? Das müsst ihr jetzt wirklich vom Kopf unterscheiden. Ja? Also Generationen haben nichts mit dem Investment zu tun. So, wir haben jetzt hier die Matrix. Das Bild hat sich ein bisschen verschoben, das werdet ihr gleich sehen, weil ich habe die Präsentation eben noch schnell gemacht. Also nicht böse sein, wenn der eine Zeichen ein bisschen früher aufpoppt als das andere. Das muss ich noch korrigieren, ich hatte aber keine Zeit mehr gehabt. So, also das ist jetzt die Matrix, die 100-Dollar-Matrix. Das ist deine Matrix, du hast 100 Dollar investiert und das ist deine Position in der 100-Dollar-Matrix. So, jetzt können, da wir hier eine Dreierkombination haben, können die ersten drei Positionen, die ersten drei Partner von dir sein oder von deinen Sponsoren, die oben drüber liegen. Okay, das ist die Generation 1. Die nächsten Partner, die nächsten neun Partner, können auch wieder von deinen Partnern oben drüber kommen oder von dir selber, egal wie. Aber bis hierhin, bis zu diesen Punkten, bis zur ersten und zweiten Generation, brauchst du selber keinen eigenen direkten Partner, um an diesen beiden Generationen mitzuverdienen. Also da verdienst du immer mit, da brauchst du nichts machen. Das heißt, du nimmst nur dein Investment und legst dich zurück und wartest. Das ist die erste Möglichkeit. Dann habe ich 12 Partner unter mir, an denen ich mitverdiene bei den 100 Dollar. Das sind insgesamt 48 Dollar, die ich hier mitverdienen kann. So, wenn die Partner jetzt wieder Partner bringen oder auch wieder über Spillover, baut sich ja irgendwann die dritte Generation auf. Und die dritte Generation sind dann 27 Partner. Um an diesen 27 Partnern mitzuverdienen, nehme ich meine 3% bis 4% auf die 100 Dollar in der ersten Matrix, muss ich eine Qualifikation erreichen. Und zwar müssen, seht ihr, das meinte ich, das ist jetzt ein bisschen zu früh verrutscht, bei diesen 27 Partnern muss ich selber drei direkte Partner ins Geschäft gebracht haben, also drei sogenannte Frontliner, die zusammen 100 Dollar investiert haben. So, und jetzt guckt doch mal, wo die Logik hier ist. Wenn diese drei schon zusammen 1.000 Dollar investiert haben, dann müssen die ja schon weit über die 100-Dollar-Matrix gebucht haben. Logisch, weil sonst hätten sie ja nur 300 Dollar insgesamt bei drei Partnern investiert. Also werden die schon mal die Matrix 2 gebucht haben oder die Matrix 3. Also sollte man natürlich auch versuchen, von Anfang an möglichst viele Matrixen sich zu positionieren. Aber dennoch bin ich dann auch an diesen 27 Partnern mit beteiligt. So, ihr seht schon, die vierte Generation hier
Das sind dann 81 Partner. Und hier muss ich dann 6 Frontliner von mir selber drin haben bei den ganzen Partnern hier, die insgesamt 2.000 Dollar Umsatz gemacht haben. Diese 6 Partner, die können natürlich auch schon hier sein, bei den neuen. Das können 6 von mir sein, die hier schon 2.000 Dollar gemacht haben. Dann bin ich für die nächsten 81 Leute komplett freigeschaltet. Egal, wann ich das erreicht habe. Nur spätestens, wenn die 81 Partner drin sind, wenn ich an denen mitverdienen möchte, muss ich die Qualifikation haben. So, und ihr seht schon, wie sich das jetzt hier aufbaut. 5. Generation, 9 Frontliner. Es kommen also immer pro Generation 3 Frontliner hinzu und der Umsatz verdoppelt sich. So, was passiert jetzt? Wenn ich beispielsweise in einer Matrix, auch wenn das in der 100-Dollar-Matrix bin, wenn ich selber nur bis zur 6. Generation freigeschaltet bin, bis für die 729 Partner, und die Matrix füllt sich jetzt weiter hier unten, dann geht dieser Umsatz, der hier unten jetzt produziert wird, der geht an meinen Sponsor, wenn der auch hierfür freigeschaltet ist. Also die Matrix schaut jetzt nach oben, wer in der Upline ist für diese Positionen freigeschaltet, wenn die sich füllen, und der bekommt dann die Provision. Und das ist eine endlos tiefe Kompression, auch das wird der Jörg gleich mal erklären. Wenn man sich das mal hochrechnet, was da alles passieren kann, das ist vollkommen irre, ist das. Ja? Okay, aber dann, wenn ich weiter in der Tiefe mitverdienen möchte an dieser Matrix, muss ich halt meine Qualifikationen schaffen, die halt sich langsam, aber sicher steigen. So. So ist das System in der Matrix aufgebaut. Das Schöne jetzt hierbei ist, liebe Freunde, ich muss das nur einmal in der 100-Dollar-Matrix erreichen. Ihr müsst das nicht jetzt auch in der 200-Dollar-Matrix wieder erreichen, sondern die Qualifikation wird nur in der ersten Matrix vorausgesetzt. Und dann gilt die gesamte Freischaltung für alle weiteren gebuchten Matrixen. Okay, ich hoffe, das ist jetzt klar. Wir haben einmal die Tiefe in der jeweiligen Matrix, an wie vielen Partnern verdiene ich mit. Das ist Fleißarbeit. Freunde, das ist reine Fleißarbeit, das hat nichts mit eigenem Investment zu tun. Und das eigene Investment sagt im Grunde genommen aus, an wie vielen weiteren folgenden Umsätzen meiner Partner möchte ich auch mitbeteiligt sein. So müsst ihr das verstehen. Okay? So, hier auch nochmal die Tabelle, die ich rauskopiert habe. Hier können wir es auf der linken Seite nochmal genau sehen. Generation 1 und 2 brauche ich selber keinen eigenen Frontliner. Und wenn ich tiefer verdienen möchte an den Partnern, die reinkommen, und die wird sich füllen, die erste Matrix auf jeden Fall. Die zweite wird sich auffüllen, auch die dritte. Aber umso höher die Matrixen werden vom Gesamtinvestment, umso weniger Leute oder umso länger wird es auch dauern, bis die auch voll werden. Das ist klar. Ne? Aber so die ersten 4, 5 Generationen, das wird rucki-zucki wird das passieren. Okay? So, also nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben hier die 100-Dollar-Matrix mit der entsprechenden Tiefe. Fleißarbeit, liebe Freunde, nur hier. Hier müsst ihr einmal Gas geben. Ihr müsst hier nur in den ersten 1, 2 Monaten müsst ihr mal Vollgas geben. Das war's. Und wenn ich hier beispielsweise die Generation 5 habe, dann habe ich die Generation 5 auch in der 200-Dollar-Matrix, wenn ich sie gekauft habe. Und so geht es weiter. Wenn ich die 400-Dollar-Matrix gekauft habe, habe ich sie auch und bis zur 10. Also entscheidend ist mein Generationsrang, wenn man so den nennen möchte, entscheidend in der ersten Matrix. So, und in der 10. Matrix ist dann natürlich Schluss. Dann habe ich hier in so einer Matrix 88.000 Menschen drin, an denen ich mitverdiene. 100 Dollar mal 88.000 Menschen mal 3-4% Matrix-Provision. Hier dasselbe. 88.000 Menschen mal 200 Dollar mal 3-4% Matrix-Provision. Und so weiter und so weiter und so weiter. In den höheren Matrixen 8, 9, 10 gibt es nur die Hälfte, weil dort auch mehr Geld ins Trading geht. Also sind nicht jetzt komplett 3-4%. Ich meine, kumuliert müssten es so 2,8% sein, wenn man das im arithmetischen Mittel ausrechnen würde. Aber umso mehr Menschen,
umso mehr Provision. Und umso tiefer ich mit dran beteiligt bin, umso mehr natürlich gut für mich. So, in den ersten 48 Stunden, persönlichen 48 Stunden eurer neuen Partner, ist diese Regel aufgehoben. Das heißt, das ist so, als ob der Partner für 48 Stunden schon die Generation erreicht hat. Für die Matrixen, die er sich bucht, quasi kauft, ist er bis zur 10. Generation für 48 Stunden freigeschaltet. Und alles, was hineinkommt, wird voll verprovisioniert. So, hier nochmal die Tabelle. Wir schauen uns jetzt nochmal die 100er Matrix an. Die erste Generation sind drei Personen hier mit $300, 3 mal 100, mal 4% sind nämlich die $12. Füllt sich die zweite Generation, die müssen nicht von mir sein, habe ich 9 Menschen, 9 mal 100 mal 4% sind $36. Füllt sich die dritte Generation und ich habe mich qualifiziert, habe ich 27 Menschen mal $100 mal 3% sind $81. Und so steigert sich das. Das heißt, in dieser Matrix hier, in der 100-Dollar-Matrix, kann ich dann in der 10. Stufe auf 238.000 kommen. Und das sind dann summa summarum, wenn man alle addiert, $346.000. So, was ist denn jetzt realistisch? Also ihr seht schon, die Matrix 6 bis 7, finde ich, ist wirklich für jeden zu erreichen, für jeden. Das ist wirklich nur Fleißarbeit. Dann bewegt man sich hier zwischen 729 Partnern und 2187. Die wird man natürlich nicht mehr kennen, das ist ganz klar. Ja? Aber umso aktiver man selber ist, umso mehr Menschen man selber einschreibt und spondert, ist das hier eine absolut realistische Zahl, die man hier erreichen kann. Die Frage ist dann, inwieweit bucht ihr eure eigenen Matrixen durch? Das ist natürlich entscheidend hier. Ne, wenn ihr selber sagt, ich gehe jetzt hier bis zur 7. Matrix, mehr möchte ich nicht, dann ist man, glaube ich, bei $12.500 und hat jetzt hier die Qualifikation erbracht, 15 Menschen ins Geschäft gebracht, die insgesamt $16.000 investiert haben, kommt man selber auf einen Verdienst von $833.000. Freunde, ganz ehrlich, man kann hier mit $100 anfangen. Und wenn man hier die Ärmel hochkrempelt und selbst sich als Ziel 2 Jahre setzt, 2 Jahre, was hier in dem System extrem lang ist, 2 Jahre, und ich habe am Ende in diesen 2 Jahren, ich habe selber $12.500 investiert, die kann ich aus meinen Provisionen nehmen, die muss ich ja nicht selber investieren, habe ich $833.000 verdient. Das sind pro Jahr $400.000. Das sind $30.000 im Monat, ein bisschen mehr. Also dafür, und das ist das, was ich immer sage, da lohnt es sich wirklich, gerade in so einer Phase, wo wir ganz am Anfang sind, von morgens bis abends den Hörer in die Hand zu nehmen und Gott und die Welt anzurufen und sagen, guck dir das System für $100 an, du kommst nie wieder in ein besseres DeFi-System hinein, wo du das mal testen kannst, was die Kryptowelt in Zukunft für uns alle schaffen wird. Ja, das wird man nicht hinbekommen. Also Freunde, vielleicht ist jetzt die Matrix ein bisschen klarer geworden. Die Matrix haben wir 10 Stufen, die sich aufbauen und jede Matrix hat eine Tiefe. Und die Tiefe muss ich über meinen Fleiß, muss ich mir die Tiefe erarbeiten und das andere ist mein eigenes Investment. So, liebe Freunde, da bin ich auch durch und übergebe jetzt an den lieben Jörg. Jetzt muss ich nur mal eben die Bildschirmübertragung stoppen. Und ja, du musst deinen Ton selber freischalten. Das habe ich jetzt sowas von getan. Okay, man hört dich auch. Ja, prima, wunderbar, dankeschön. Also, dann gehe ich jetzt mal in die Präsentation. Und die sollte jetzt normalerweise von euch zu sehen sein, richtig? Ja. Aber ich sehe sie jetzt. Genau, jetzt müsste sie groß sein, richtig? Ja, super. Okay. Perfekt. Jetzt gucke ich noch gerade eben die beiden Dinge, die hast du ja schon hinter dich gebracht. So, ja. Jetzt gucken wir mal. Seht ihr jetzt auch meine Maus? Hier, bewegst du mal. Sie sehen Thomas, aber sie bewegt sich nicht. Mhm. Aber ich bewege sie. Nee, sehen das, wir leider nicht. Das ist der Spaß. Okay, kein Problem. Dann probiere ich das ohne Maus hinzukriegen. Also,
Wenn du jetzt, oder pass auf, wenn ich hier aus der, gemeinsame Bildschirmnutzung. Also wenn ich hier jetzt rausgehe, warte. Nee, jetzt gehe ich zurück. Das ist ja, jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Warte. So, warte. Ihr hört mich aber noch, ne? Ja. Okay, alles klar. Weil jetzt hatte ich auch gerade irgendwo einen Hänger. Jetzt gehen wir nochmal in die Bildschirmübertragung. So, Bildschirm freigeben. Weil wenn ich jetzt seht ihr meine Maus, ne? Ja, mach's doch so die Präsentation. Okay. Ja. Dann mache ich es ein bisschen kleiner, aber dann habt ihr es hier drin, dann könnt ihr das besser sehen. Weil das ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig zu erkennen. Dankeschön, Mario. Dass man erkennt, dass man letztendlich in diesem System weltweit endlos tief verdienen kann. Und zwar nicht nur begrenzt auf die 10 Generationen, die uns ja bei Qualifikation dann freigeschaltet werden vom System. Und was ganz wichtig ist, hier zu erkennen, ist, diese ganzen Eckdaten, die sind ja in dem Smart Contract programmiert. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, den im Grunde mal jeder realisieren muss. Ihr habt das ja jetzt in den ersten 4 Tagen, die wir live gewesen sind, habt ihr das ja live erlebt, dass wir hier unsere Provisionen direkt in das Wallet einbezahlt bekommen, nicht in ein Backoffice, wo du hinterher mal Anfrage stellen musst, darf ich bitte jetzt mal mein Geld haben, was ich ja verdient habe oder solche Dinge. Wir kennen das ja aus Erfahrung, sondern dein Geld ist sofort in deinem Tron Wallet, was ich persönlich mega sexy finde, weil eine schnellere Auszahlung gibt es ja gar nicht. Und ich rede ja gleich noch über verschiedene Boni, die dann zusätzlich ausgeschüttet werden, die dir im Grunde sekündlich Zahlungen in dein Tron-Wallet bescheren, was für mich totale Begeisterung verursacht. Und die Frage ist halt nur, wie füttere ich jetzt das System, dass es für mich diese Auszahlungen generiert? Jetzt weiß ich natürlich, wir haben jetzt ein paar absolute Profis, Mega-Profis hier auf der Leitung. Und wir haben natürlich auch komplette Newcomer. Und wenn man dann so hört, hier, du musst 24 Leute bringen mit 128.000, dann habe ich volles Verständnis dafür, wenn viele von euch sagen, oh mein Gott, das ist ja überhaupt nicht zu machen. Ja? Das Thema ist, Leute, je mehr wir drüber sprechen, je mehr eure Ergebnisse dann bringen, desto mehr passiert natürlich dann auch letztendlich und desto mehr Leute werdet ihr begeistern. Ihr werdet vielleicht heute ein paar Leuten das Geschäft zeigen und die werden sagen, na ja, klingt interessant, lass mich mal gucken, wie sich das bei dir entwickelt. Das, was in einem Gespräch, was ich mit dem Jeremy vor kurzem hatte, wo er sagte, die Leute haben überhaupt keine Vorstellung, können auch keine Vorstellung davon haben, was bei uns passieren wird im Laufe der nächsten 6 bis 12 Monate. Weil, schau mal, du hast jetzt ein 100-Dollar-Paket, hast hier klein investiert, 50 Dollar sind im Trading. So, jetzt lass das doch mal laufen. Jetzt lass doch mal die ersten, weiß ich, 6 Wochen passiert nichts, was auch passieren kann. Ja, das kann immer mal ein paar Tage passiert nichts und so weiter. Und dann gibt plötzlich diese künstliche Intelligenz, die gibt dann den Einstiegskurs bekannt und dann geht's los. Und dann plötzlich kriegst du auf dein 50-Dollar-Paket, kriegst du 9 Dollar Ausschüttung. Und 4, 5 Tage später kriegst du nochmal 6 Dollar Ausschüttung. Jeder halbwegs intelligente Mitteleuropäer rechnet sich dann hoch und sagt, Moment, ich habe jetzt gerade 30% habe ich jetzt gerade gekriegt innerhalb von 2, 3 Tagen. Was würde das bedeuten, wenn ich jetzt 5.000 drin hätte anstatt 50? Ja, oder wenn ich 50.000 drin hätte anstatt von? Das heißt, dieses Thema, das dauert einfach eine Weile. Genauso wie das Thema Spillover. Auch das dauert eine Weile. Rede ich dann gleich nochmal drüber. Das heißt, das ganze Dingen hier, ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass das jetzt bei jedem so funktioniert wie bei diesen Top-Führungskräften, die ihr hier natürlich auch als Sprecher dann seht, weil das Dingen ist doch, wir haben uns, ich persönlich habe mir 35 Jahre, habe ich mir im Network-Marketing einen Namen, ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, die mir vertrauen, die glauben, dass ich das richtige Näschen habe für Geschäfte dieser Art und so weiter. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann dauert das natürlich eine Weile, keine Frage. Aber jeder von uns, der jetzt hier teilweise ist, ich sehe hier gerade so ein paar Gesichter, ich will die Namen ja nicht nennen, aber ich weiß, dass, also einen, den ich jetzt gerade hier so auf dem Video sehe, der hat mir letztens einen Screenshot geschickt mit über 40.000 Einkommen, ich glaube nach 3 Tagen. So, und das sind ja
Genau, dich habe ich gemeint. Und dann sind solche Dinge, wo du dann sagst, das ist doch nicht normal. Ja, aber ich kenne diesen Herrn jetzt schon viele, viele, viele Jahre. Arbeiten wir zusammen, arbeiten Schulter an Schulter. Und natürlich hat das klein angefangen. Wir haben irgendwann mal mit Aloe Vera Produkten zusammen angefangen. Und da gab es dann mal im Monat einen Monat mit 300 Euro nebenbei Verdienst. Und wurde so nach und nach wurde das dann mehr. Und das ist halt, jetzt hast du aber ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Und wenn du dann gut gearbeitet hast, hast deine Leute nicht über den Tisch gezogen, hast mit deinen Leuten ernsthaft gearbeitet, warst immer für sie da, hast Fragen beantwortet, hast Webinare gemacht, hast Ausbildung betrieben und all diese Dinge, dann arbeiten die Leute auch mit dir. Das, was hier passiert, passiert genauso wie bei allen von uns in der Vergangenheit, nur viel schneller. Also das, was wir hier machen, das ist Network Marketing auf Testosteron. Das geht so unfassbar schnell, weil einfach die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass diese Dinge, die ihr jetzt hier seht, überhaupt möglich sind. Als ich vor 35 Jahren Network Marketing angefangen habe, Leute, da haben wir Präsentationen am Flipchart gemacht mit einem Overhead-Projektor. Ja, und dann habe ich da selbstgemachte Folien, die ich mir im Copyshop kopiert habe, habe ich draufgelegt und ich weiß nicht was alles. Heute machst du hier Webinare mit Tausenden von Leuten und zeigst Bilder und Filme und alles Mögliche. Das heißt, die Zeiten haben sich geändert und es wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und wenn du hier mit der Zeit gehst, dann wirst du hier irgendwann so eine brutale Explosion in deinem Einkommen erleben, was man sich wirklich nicht vorstellen kann. Jetzt auf dieses Thema zurückzukommen. Du bist jetzt für 10 Level freigeschaltet, wie es der Mario gerade eben vorgestellt hat. Du hast 24 Frontliner mit 128.000 Gesamtumsatz, hast du jetzt hier reingebracht. Das müssen jetzt nicht 24 Leute sein, die jetzt jeder, ich sage jetzt mal, 5.000, 6.000 Umsatz gemacht haben, sondern wenn du jetzt einen dabei hast, der 102.000 gemacht hat, weil der sich alle Pakete in einem durch zugelegt hat, dann müssen sich die anderen 23 im Prinzip nur noch den Rest teilen bis 128, also die noch fehlenden 26. Ja, also es geht darum, es werden zwei Kriterien abgefragt. Das eine ist, hast du 24 Leute gesponsert? Das zweite Kriterium ist, hast du 128? Wenn du 24 gesponsert hast, hast aber erst 90, hast du die neunte Generation freigeschaltet, weil neunte Generation bekommst du mit 21. Und das zweite Kriterium sind paar 60.000. Du hast also erledigt, du hast über 21 Häkchen am System und du hast über 60 Häkchen am System, ist Qualifikation für Level 9. Wenn jetzt einer von deinen bereits gesponserten Leuten jetzt plötzlich hingeht und sagt, ich kaufe jetzt aber das nächste Paket und das nächste auch und du kommst über die 128, denn das nächste Paket, was in deiner Matrix gekauft wird, wird sofort bis ins 10. Level verprovisioniert. Ja, also das geht übrigens instantly. Ja, ein Upgrade in deiner Qualifikation geht in der Sekunde, wird es vollzogen, wo die Qualifikationskriterien erreicht sind. So, du hast also die 10 Level. Und jetzt schauen wir uns einfach mal deine Struktur an. Ja, du hast jetzt selber einen ins Geschäft gebracht, den nenne ich jetzt mal Peter. So, und der Peter, der ist freigeschaltet für 4 Level. Warum für 4 Level? Weil der es geschafft hat, 6 Leute zu sponsern mit einem Gesamtvolumen von 2.000 Dollar. So, das hat der Peter geschafft. Also ist der Peter jetzt freigeschaltet für 4 Level. Du in deinen 10 Leveln bekommst in deinem ersten Level 4%, dann 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3 und so weiter. Ja, das sind die Provisionen, für die du grundsätzlich freigeschaltet bist. Also damit ist im Prinzip dein Karriereplan abgegolten. Jetzt wird es aber lustig, weil jetzt passiert wieder Umsatz und jetzt ist der Peter qualifiziert für 4 Level, bekommt also auf sein erstes Level, was dein zweites Level ist, die 4%. Auf sein zweites Level, was wiederum dein drittes Level ist, bekommt er ebenfalls 4%. Dann bekommt er im dritten Level 3, im vierten Level 3. So, wenn der Peter jetzt freigeschaltet wäre für 10 Generationen, dann würde er ja jetzt noch hier 3, 3, 3, 3, 4, 4% ausgeschüttet bekommen in den unteren Generationen. So, jetzt nochmal, Freunde. Dieses Ding, es wäre schön, wenn ihr aufhören würdet, auf eurem iPad rumzukritzeln. Das sehen wir nämlich hier immer schön auf den Folien.
So, also hier sieht es wie folgt aus. Diese Prozente, die jetzt nicht ausgeschüttet werden an den Peter, müssen vom System ausgeschüttet werden. Das ist eine sogenannte dynamische Kompression. Das heißt, das System schaut, wer ist über dem Peter. In diesem Fall bist du das und du bist freigeschaltet für 10 Generationen. Das heißt, all dieses Geld hier unten, 3, 3, 3, 3, 4, 4, werden ausgeschüttet an dich. So, jetzt denkt man, naja, das ist ein Level. Aber Leute, hier unten in seinem 10. Level, das ist dein 11. Level, kann sein, sitzen 10.000 Menschen. Das heißt, du würdest, weil du ihn in deinem Affront hast und er ist für 4 Level qualifiziert, würdest du hier unten auf insgesamt von mir aus in seinem 5., 6., 7., 8., 9., 10. Level sind von mir aus gesamt 14.000 Menschen, auf die bekommst du die Prozente, weil er sich dafür nicht qualifiziert hat. Nehmen wir den nächsten. Da unter drunter ist die Petra. Petra ist freigeschaltet für 3 Level. Also sie bekommt auf ihr erstes Level 4%, auf ihr zweites Level 4% und auf das dritte Level 3%. So, jetzt guckt das System, wer ist über der Petra? Über der Petra ist der Peter. Peter ist freigeschaltet für 4 Generationen. Also das vierte Level ist ja nicht abgeholt worden. Also seht ihr hier in Braun, das ist das vierte Level, was in diesem Falle an den Peter geht. Das heißt, Peter hat auch schon, obwohl er nur für 4 Generationen freigeschaltet ist, bekommt er hier aus der 5. Generation Geld. Du wiederum bekommst hier in dem 5. Level von der Petra, ja, was wiederum dein 7. Level ist, bekommst du 3, 3, 3, 3, 4, 4%. Jetzt bist du schon im 12. Level angekommen. Nehmen wir noch die nächsten 2 Level. Darunter ist einer mit 5 Leveln. Er bekommt 4, 4, 3, 3, 3. Dann ist da keiner mehr oben drüber. Der nächste, der mehr als 5 Level freigeschaltet bekommen hat, bist du. Also bekommst du sein Level 6, 7, 8, 9, 10, was wiederum deine 13. Generation ist und so weiter. Ihr seht also hier der rote wiederum, ja. Jetzt guckt euch das mal an, wie tief das hier geht. Und jetzt schaut ihr euch mal bitte an, nehmen wir mal die 12. Generation. So, wir haben eben gesehen, in der 10. Generation sitzen 60.000 Leute. Also rein rechnerisch sitzen etwa 180.000 Leute, wenn sie denn lückenlos gefüllt wäre, würden 180.000 Leute sitzen in der 11. und in der 12. dann wiederum mal 3. Also da geht es schon um ziemlich große Organisationen. Hier im 12. Level würdest du bei einem solchen Konstrukt, weil du hier unten drunter diese Personen hast, würdest du im 12. Level einmal 4%, einmal 4%, einmal 3 und einmal 3 bekommen. Das sind 14%, die du hier bekommst im 12. Level. Du bist aber nur für 10 Level freigeschaltet. Das ist komplett verrückt, Leute. Und wer versteht, wie die dynamische Kompression funktioniert, der weiß, wie hochgradig attraktiv das ist, hier tatsächlich sich zu qualifizieren für diese 10 Generationen. Ich gehe mal ganz kurz raus und mache die wieder an, weil dann haben wir das Gepinsel da weg. So, weil ich glaube, dann ist das auch besser zu sehen für die Leute. So, jetzt sprechen wir noch mal kurz über das Spillover. So, das Spillover, das funktioniert wie folgt. Also, wir haben hier ein gewisses Muster, wie die Leute im System zugeordnet werden. Ihr seht jetzt in dem linken Bild, seht ihr die Nummer 1, 2 und 3. Das sind jetzt die 3 Leute, die du persönlich selber ins Geschäft gebracht hast. So, jetzt bringst du weitere Personen ins Geschäft. Dann seht ihr, die Nummer 4 wird unten links im, warte mal, ich gehe da nochmal raus, das ist glaube ich besser. Warte. Deine Maus hat sich jetzt mitbewegt. Hat sie, du konntest die sehen? Ja. Echt? Ja, das ist der Grund, warum ich jetzt wieder gestoppt habe. Das ist super. Dann probieren wir das nochmal.
Weil das ist im Grunde ist es ein bisschen schöner, wenn man es dann größer sehen kann. So, warte. Ich gehe jetzt nochmal in die Präsentation. Kannst du sehen? Ja. Ja, super, perfekt. Dankeschön. Also, du hast jetzt hier, das bist du. Und du bringst die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. So, jetzt bringst du die Nummer 4. So, dann schaut das System von links nach rechts, von oben nach unten und verteilt die dementsprechenden Personen. So, das heißt, den fünften, den du sponsorst, der wird nicht hier neben den Vierer positioniert und dann der nächste, weil dann würde ja das System diese Person, die hier links sitzt, bevorteilen. Und das soll das System nicht, sondern das System, das verteilt den Spillover, indem er sagt, der vierte, der gesponsert wird, kommt hierhin. Der fünfte ist das linke Bein von deinem Zweier. Der sechste ist das linke Bein von deinem Dreier. Hier wiederum der Siebener, der Achter, der Neuner. Dann der Zehner, der Elfter, der Zwölfter. So, also so wird im Prinzip zugeordnet. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, hey, ich bin hier eingestiegen, ich habe jetzt erwartet, ich bekomme jetzt hier ein paar hundert Leute Spillover. Wo sind die? Schaut mal. Man muss so ein bisschen das System auch verstehen und man muss sich fragen, wo kommt das Spillover denn tatsächlich her? Das Spillover, wenn du jetzt diese Person hier bist, dein Spillover kann nur kommen von den Leuten, die in deiner direkten Linie über dir sind. Oder stellen wir uns mal Folgendes vor, du bist der hier in der Mitte, der bist du. Okay? So. Spillover kann ja nicht von ihm kommen. Spillover kann auch nicht von ihm kommen. Spillover kann nur kommen von ihm und von ihm. Und von all denen, die in der direkten Linie oben drüber sind. Das heißt, wenn du in der 10. Generation bist und du hast 10 Knaller über dir, die alle fleißig sponsern, dann ist die Chance viel größer, als wenn du nur 2 oder 3 Leute über dir hast. So, das heißt, wir sind jetzt natürlich ganz am Anfang und jeder will bei so einem System ganz oben sein. Ich habe jetzt das Glück, das vermeintliche Glück, dass ich unter einem der 3 Founder-Plätze positioniert bin. Okay, aber wisst ihr, was der Nachteil ist? Ich kriege kein Spillover. Von wem? Ist ja keiner da. Versteht ihr? Also, das ist halt immer so. Aber die Diskussion haben wir auch zwischen Führungskräften gehabt. Ich habe immer gesagt, hey, ich bin keiner, der Spillover bekommt. Ich bin einer, der Spillover kreiert. Und wenn du viel Geld verdienen willst in dem Business, dann kreierst du Spillover, dann bekommst du kein Spillover. Weil wenn du schneller als deine Leute neben dir deine 3 ersten Positionen besetzt hast, dann geht das Spillover irgendwo neben dich. Und wenn du schneller deine 9., also die 9 Leute voll hast, also die 3 und die 9, dann packt das System nicht in deine Linien, weil es packt vorbei an dir, weil du bist zu stark. Das heißt, letztendlich werden hier nur die Schwachen unterstützt. Und wann wird Spillover entstehen? Wenn die Leute in der direkten Linie über dir mehr persönlich sponsern als die 3. Weil wenn jeder jetzt nur 3 Leute sponsert, 1, 2, 3, und er wiederum 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter, wo soll dann Spillover herkommen? Weil es sponsert ja jeder nur 3. Das heißt, Spillover entsteht, wenn die Leute über dir anfangen, sich für die tieferen Generationen zu qualifizieren, indem sie mehr wie 3 Leute sponsern. Indem sie sponsern 6, 9, 12, 15, 24. Weil von den 24, die ich bereits gesponsert habe, ich habe jetzt, glaube ich, 29, habe ich, glaube ich, im System stehen, die ich gesponsert habe, sind 26 als Spillover in die Organisation gefallen. Weil ich kann ja nur 3 Plätze persönlich besetzen. Also ist da automatisch Spillover entstanden. Wenn meine 3, die ich in der ersten Linie habe, natürlich auch 24 sponsern, dann werden da auch wiederum jeweils 21 in die Organisation fallen. Das heißt, die starken Leute positionierst du immer in deiner persönlichen Front, weil
Jetzt gibt es Leute, die sagen ganz schlau, ich packe jetzt hier meine Oma, meine Tante und meine Schwester hier oben in die ersten drei Plätze, weil ich will, dass die Geld verdienen, ohne was tun zu müssen. Damit bremst ihr euer komplettes System, weil Oma sponsert nicht, Tante sponsert nicht, deine Schwester sponsert nicht. Wer muss jetzt hier unten diese neun Plätze mit aktiven Leuten befüllen, damit sich deine Matrix überhaupt befüllt? Entweder, wenn du Glück hast, von hier oben dein Sponsor, weil Spillover entsteht, das kann aber dauern, oder du musst es selber machen. Also hole ich mir hier oben in die ersten drei, in die nächsten neun, in die nächsten 27, am besten erstmal die ganzen Cracks rein, wo du weißt, hey, der ist gut vernetzt, der ist ein Unternehmer, das ist eine Unternehmerin, die ist an solchen Sachen extrem interessiert, die ist in der Finanzdienstleistung, die kennt viele Leute, das ist ein Networker, das ist einer, der ist im Vertrieb, das ist ein Unternehmer, der kennt viele andere Unternehmer und so weiter und so weiter. Das sind die Leute, die man als erstes in seine ersten drei Positionen reinpflanzt. Weil das sind Leute, die kreieren Spillover. Und je mehr Leute sich hier oben in den ersten drei, vier Generationen befinden, die Spillover kreieren, desto mehr Leute werden unten drunter unterstützt, die vermeintlich schwächer sind. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Bitte tut euch selber einen Gefallen und gewöhnt euch eins ab, was ich auch immer wieder bei mir erlebe, dass ich es tue, ja, aber was ich seit Jahrzehnten predige und eigentlich auch probiere, selber so zu leben, dass ich sage, bitte tut euch einen Gefallen und packt niemanden in eine Schublade und sagt, der ist was fürs Geschäft, aber die nicht. Leute, ich schwöre euch, egal wie clever ihr seid, egal wie viel Empathie ihr besitzt, egal wie viel Menschenkenntnis ihr habt, ihr fallt auf die Nuss. Ich schwöre es euch, ihr macht es immer falsch. Und ich mache es seit Jahren falsch. Ich denke, das ist der, der kommt schon mit dem dicken Auto, der hat viel Geld, der hat mega Kontakte, du schreibst den ein und dann passiert nichts. Und dann triffst du hier Lieschen Müller, nicht abwertend gemeint, Lieschen Müller, guckt sich das an, ist begeistert von der App, sagt, ach, das ist schön. Naja, ich starte mal mit $100. Ach, die macht nur $100. Na, das wird ja auch nichts werden. So, fängt jetzt an, spricht mit einer Kollegin, die macht $100, der macht $100. Die bleibt einfach dran. Und plötzlich baut die sich aus ihrem Provision, macht die ein $200-Paket. Plötzlich merkt sie, sie verdient das Doppelte als in der $100-Matrix. Ups. Jetzt kaufe ich mir mal das $400-Paket und plötzlich verdient sie das Vierfache von dem, was sie in der $100-Matrix verdient und plötzlich versteht sie das System und plötzlich erklärt sie das ihren Leuten aus der Downline und plötzlich wächst da was und plötzlich hast du jemanden, dem du nicht zugetraut hast und der verdient plötzlich 10.000, 20.000 und das womöglich am Tag. Und das ist die Geschichte, wie es hier läuft. Deine Aufgabe besteht darin, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Leute zu informieren und denen einfach davon zu berichten. Und das ist unser Job. Und mein Job ist es nicht, festzustellen, meinst du, der packt das oder meinst du, der packt das nicht? Meinst du, das ist er? Nein, überhaupt gar nicht. Wir sind nicht dafür da, um zu bewerten. Wir sind dafür da, um die Informationen zu teilen. Und ganz ehrlich, ob du jetzt mitmachst oder in Las Vegas fällt ein Flipper aus, das ist für mich so egal, das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Und das meine ich so, weil ich sponsor einfach. Ich sponsor wie ein Weltmeister. Ich schaufel in meine Firmen, die ich aufgebaut habe, habe ich immer 200, 300, 400 Leute persönlich frontline ins Geschäft gebracht. Und dann gucke ich, aus wem wird was. Und ich informiere alle. Die werden alle eingeladen auf die Webinare, die werden alle eingeladen auf diese Ausbildungen hier. Und jeder kann sich die Information, die er hier bekommt, kann er sich holen. Ob er sie jetzt nimmt, ob er sie nutzt, ob er dann sagt, okay, ich baue mir hier ein Business auf, who cares, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwann sehe ich, dass hier jemand zum 10. Mal auf dem Webinar ist und ich sehe das Gesicht. Und plötzlich höre ich von irgendjemandem, von meinen Top-Führungskräften, der Ferdinand hier, der ist jetzt seit 6 Wochen dabei, der hat jetzt eine Abrechnung gekriegt von $6.000. Was? $6.000 habe ich noch nie gehört. So, und so haben wir unser Netzwerk aufgebaut, indem wir quasi wie der Hecht am Karpfenteich sitzen, die ganze Geschichte beobachten und sehen, hey, wer ist gut? Wer engagiert sich?
wer macht besonders viel Umsatz, wer bringt besonders viel Gäste und so weiter und so weiter. Und das ist im Grunde unsere Aufgabe. So, und ansonsten arbeiten wir alle mit dem gleichen System. Der Mario mit dem gleichen wie der Michael Hies, mit dem gleichen wie ich, wie der René Wirz, wie der Hans Frebel, wie der Adi, wie alle. Andreas Gehlen hat exakt den gleichen Karriereplan wie du. Jeder von uns. Wer in Nicaragua einsteigt oder in Simbabwe oder wo auch immer, hat die gleiche Voraussetzung. Jeder startet mit $100. Kannst du dir leisten, mit 200 zu starten? Welcome, ich würde es tun. Kannst du dir starten mit dem 400er-Paket auch noch? Tu es. Kannst du dir leisten 800? Mach, wenn du glaubst, dass das ein tolles Ding ist. Du wirst es sehen, früher oder später. Das große Wachstum erleben wir in 3 bis 6 Monaten. Wenn die Leute sehen, hey, das Trading funktioniert. Hey, die Technik funktioniert. Hey, ich verdiene da viel, viel mehr als in meinem Hauptjob. Und dann geht das los. Und dann kaufen die Leute aus ihren Provisionen die nächsthöheren Pakete. Und dann stellen die plötzlich fest, hey, in der größeren Matrix gibt es richtig viel mehr Geld. Ja? Und das wird dann passieren, dass die Leute immer mehr und immer größer dann nach und nach in die Matrixen reinwachsen. In der ersten Matrix sind alle mit $100. Alle. Jeder, der einsteigt, muss mit $100. Das heißt, die erste Matrix ist die, die am vollsten ist. So. Jetzt kaufen ja einige nicht sofort das $200-Paket. Das heißt, die $200-Matrix wächst ein bisschen langsamer. Richtig? Die $400-Matrix wächst noch ein bisschen langsamer. Weil nicht alle, die einsteigen, haben sofort das 200er und das 400er gebucht. Die 800er wächst noch ein bisschen langsamer. Und was glaubt ihr denn? Die 50.000er, die ganz dicke, die 10er-Matrix, die wächst natürlich noch weniger, weil nur die Leute aus der gesamten weltweiten Organisation, die durchgebucht haben bis zur Matrix 10, sind dann in dieser Matrix. Aber das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist natürlich auch ein X-Faches, weil es ist irgendwie das 500-fache, glaube ich, ne? Wenn man mal hochrechnet, oder? 100er-Paket zum 50.000er-Paket ist das 500-fache, was verdient wird. Okay, jetzt sind die Prozente in der Matrix sind noch halbiert, also dürfte es wahrscheinlich sein, wenn ich richtig gerechnet habe, das 250-fache. Was aber bei der Masse natürlich unfassbares Einkommen dann im Nachhinein ausmacht. Jetzt habt ihr eben gelernt, wir bekommen hier entsprechend unserer, wo ist sie jetzt, die alte Maus? Jetzt finde ich die Maus nicht mehr. Siehst du meine Maus noch? Nee. Warte. Okay, Maus ist weg. Maus ist weg. Da unten tut sie noch, da oben ist sie nicht mehr da. Warte mal, ich probiere mal unten. Jetzt habe ich keine Maus mehr. Geh mal, nee, kommentieren will ich auch nicht. Das ist ja auch lustig. Warte mal kurz. Schawupp. Das ist ja unwitz. Jetzt sehe ich meine Maus nicht mehr. Und ich kann auch nicht mehr klicken. Das ist ja lustig. Zupp. Okay. Also ich kann... Das ist ja ein Witz. Okay. Warte mal. Tipp. Tipp. Jetzt habe ich mich gerade mal vorsichtshalber komplett aufgehängt hier. Okay, pass auf. Ich probiere das mal so. Nein. Bei mir geht vorsichtshalber gar nichts mehr. Jetzt aber... Du bist noch da, ne? Ja, ihr seid noch. Das ist ja lustig. Also jetzt geht, warte, okay, da, ich habe keine Maus mehr. Meine Maus ist weg. Okay, pass auf, ich gehe jetzt mal auf Stoppen. So. Okay, so, jetzt ist die Maus auch wieder da. Und jetzt seid ihr wieder da. Keine Ahnung, der wollte jetzt gerade mal vorsichtshalber nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt mal so weiter. Ist ja alles live, wie ihr seht. So, jetzt machen wir nochmal weiter. Okay, ich lasse das mal so, dann sehe ich auch, dass die Maus sich bewegt. Also, wir haben ja in den ersten 30 Tagen bekommen wir ja ein Level geschenkt. Das heißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel für das Level 7 qualifizierst, indem du 15 Leute ins Geschäft bringst in den ersten 30 Tagen mit einem Volumen von 16.000, dann bist du ja für das siebte Level freigeschaltet. Dann gibt es ein Level obendrauf.
was du nicht nur in der 100er-Matrix hast, sondern, wie ihr eben von Mario gelernt habt, in allen euren Matrixen, in denen ihr euch positioniert habt, seid ihr jetzt nicht nur für Level 7, sondern auch für Level 8 freigeschaltet. Was natürlich einen großen Unterschied ausmachen kann. Ja, weil ihr habt, guck mal, wir haben jetzt irgendwie 2187, womöglich ist in der Tiefe der Organisation schon richtig was gelaufen. Da hast du schon wieder ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, auf die du mehr Provisionen bekommst. Okay? So, also ein Level zusätzlich. Und wenn du das 10. Level, und das ist dieser lustige Paysetter-Bonus, über den wir die ganze Zeit sprechen hier, wenn du das 10. Level freigeschaltet bekommst in den ersten 30 Tagen mit 24 Frontlinern und 128.000 Gesamtumsatz, dann bist du an einem Pool beteiligt, der 1,8% aller Neueinsteiger sowie 1,25%, hier stehen die 1,8% aller Crowdfunding, also dieser ganzen Pakete, die gebucht werden, und vom Trading Profit 1,25%. Das kommt in einen Topf. Und dieser Topf wird verteilt in all diejenigen, die sich qualifiziert haben für diesen Topf. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier bei mir drauf. Jetzt seht ihr Pace Setter Pool. Ja, also das ist jetzt, also da oben, das war das Einkommen jetzt in den ersten 4 Tagen von den, pass auf, geh mal gerade raus, dann könnt ihr das sehen. So, dann wird das größer. So, also das war jetzt hier oben persönlich, seht ihr erstmal, was habe ich verdient an den ersten, an den Leuten, die ich persönlich ins Geschäft gebracht habe. Dann haben wir als zweites, haben wir die Stufe, also das erste waren 26.490 an denen, die ich persönlich gesponsert habe. So, dann haben wir Stufe, das sind gewesen 126.600, das ist quasi die Provision in der Organisation, also über meine 10 Generationen, die Prozente. Ja, die Matrix-Provision. Der Matrix-Bonus, ne? So, dann haben wir den Check-Match. Ich kriege ja 10%, das ist jetzt lustig, Freunde. 10% Check-Match, ja, an dem, was meine Leute verdienen. Komme ich gleich zu. Was heißt das? Das heißt, meine Leute haben verdient, ich habe 23,4, also 234.000 sind an Provisionen ausgeschüttet worden, nur an Matrix-Bonus, an die Leute, die ich persönlich gesponsert habe. Nur an die, die ich persönlich gesponsert habe, sind 234.000 an Provisionen ausgeschüttet worden und das ist auch nur Matrix-Bonus. So, und jetzt kommt der Paysetter-Pool. Paysetter-Pool Gold. Das waren diese 12.480. Das ist der Paysetter Pool Gold. Ja. Und das war in 4 Tagen. Wir waren 5 Tage, glaube ich, waren wir online, oder? Allerdings Leute mit riesengroßen technischen Problemen. Ja, also das war Lamborghini mit flachen Reifen, also mit Platten. Ja, also das da, ne? 12.500 in 5 Tagen. Das sind mal eben $2.500 pro Tag an Weltumsatz an jedem Paket, was irgendwo in Nigeria, in Simbabwe, in Russland, in Deutschland, in Belgien, in Holland, wo gebucht wird, klitzekleine Prozente, machte aus am Tag 2.500. So, und dann gibt es den nächsten Paysetter, das ist dieser Leaderpool, den erkläre ich euch jetzt. Da waren 30.000 drin, 29.900. Rechne mal aus in 5 Tage. Ja, das sind $6.000 am Tag. Aus diesem Leaderpool. Also ganz ehrlich, Leute, da lohnt es sich schon, so ein klitzekleines bisschen vielleicht mal Gas zu geben, mal das Schlafen einzustellen, den Hörer in die Hand zu nehmen und den Leuten mal klarzumachen, hör mal zu, im Himmel ist Jahrmarkt, es geht hier ab, beweg dich und wenn du dieses Ding jetzt verpasst, dann bist du ein klitzekleines bisschen hinterher. Der Michael Brandl wird mir einen großen Gefallen tun, wenn der mal aufhört, mit seinen Fingern auf seinem iPad rumzupitteln, weil dann sehe ich nämlich in einem durch hier und das vermackelt die ganze, ganze Präsentation. Danke, lieber Michael. So, also, dann gibt es den Leadership-Bonus, wo wir gerade eben drüber geredet haben, der dann wiederum zeitlich unbegrenzt ist. Was heißt das? Das kannst du auch erreichen, wenn du es nicht geschafft hast, in den ersten 30 Tagen die 24 Leute mit den 128 zu sponsern
um einen Share an diesem Gold Paysetter Pool zu bekommen, der ja jetzt gebracht hat in den 5 Tagen 12.500. So, wenn du es aber schaffst, in egal was für einer Zeit, 3 Leute ins Geschäft zu bringen, die selber diesen Paysetter Gold erreichen, du kannst jetzt im nächsten Monat einen ins Geschäft bringen, der das schafft, du bringst im April den zweiten und du bringst im August den dritten. In dem Moment, wenn du 3 Leute persönlich frontline ins Geschäft gebracht hast, die selber wiederum 24 gesponsert haben mit 128.000 in 30 Tagen, bist du in diesem Leaderpool drin, der hier gebracht hat in 5 Tagen 30.000 Dollar. Leute, also dieser Paysetter-Bonus, der ist dafür da, damit die Leute lernen, Spillover zu kreieren. Weil, jetzt gibt es noch was Lustiges, wenn du nämlich nicht nur 3 Sponsors, die den Paysetter Gold machen, sondern wenn du 6 Sponsors, dann hast du 2 Anteile an diesem Pool. Das heißt, dieser Pool, wenn ich jetzt 2 Anteile hätte, hätte der mir, der untere, nicht 30.000 gebracht, sondern rund 60.000 in diesen 5 Tagen. Weil ich 2 Anteile habe, 2 Shares an diesem Pool. Das heißt, du kannst, wenn du fleißig bist, du kannst 9 Leute ins Geschäft bringen, du kannst 12, du kannst 15 Leute bringen und für jedes Mal, wenn du 3 Leute dazu gecoacht hast, an die Hand genommen hast, ihnen geholfen hast, diesen Paysetter Gold zu erreichen, kriegst du einen weiteren Share in diesem Leaderpool. Das ist eine so unfassbare Motivation, weil die Leute, die du in diese Position bringst, die haben sekündlich Einnahmen auf ihrem Tron-Wallet. Wobei, ich muss das jetzt ein bisschen relativieren, weil, ich erkläre euch ganz kurz, warum wir gerade offline sind. Weil, ihr müsst euch das System vorstellen. Der Smart Contract, der bezahlt ja in dem Moment, wo ein Paket gebucht wird, zahlt er alle Provisionen aus an provisionsberechtigte Partner in deinem Team. In der Sekunde, wo es passiert, wird ausgeschüttet. Okay? So, jetzt geht also hier der Mario geht hin, kauft sich jetzt ein Paket für 800 Dollar. Dann gehen 10 Generationen nach oben, wird die Provision ausgezahlt. Nämlich 4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4. Okay, das wird ausgeschüttet. So, dann gibt es noch den Matrix-Matching-Bonus, der wird auch noch ausgeschüttet. So, und jetzt gibt es aber noch Pace-Setter-Qualifikanten. So, das waren jetzt vor kurzem, konnte man das sehen im System, waren 88 Leute waren qualifiziert. Das heißt, jedes 100-Dollar-Paket da unten ist nicht nur diese 11 Provisionsstufen, sondern zusätzlich an 88 Leute so ein kleiner Share verteilt worden. So, jetzt denkt mal drüber nach, was passiert in 6 Wochen. In 6 Wochen haben wir 2000 qualifizierte Paysetter Gold. Wenn dann einer einsteigt mit einem 100-Dollar-Paket, wie soll das funktionieren? Das verstopft die ganze Tron-Blockchain. Also, was ist jetzt gemacht worden? Es ist jetzt ein 2. Smart Contract, ist nur für die Paysetter-Pools erstellt worden. So, und jetzt wird, wenn du ein 100-Dollar-Paket buchst, dann gehen diese 1,8% in den Paysetter-Gold-Pool und die 1,8% in den Leadership-Pool werden rüber transferiert in den 2. Smart Contract. Und jede Stunde wird dann in diesem weiteren Smart Contract, wird dann einmal gebündelt dein Anteil an diesem Pool ausgeschüttet. Das heißt, es gibt dann 24 Mal am Tag, gibt es dann aber nicht die kleinen, sondern direkt einen richtig dicken Batzen an Übertragung aus diesen Pools. Leute, das ist so pervers. Also das, ich sage euch, sowas habe ich noch niemals irgendwo im Network Marketing gesehen. So, jetzt kommen wir zum passiven Einkommen. Was heißt passiv? Du tust nichts. Also Vergütung für ein Mitglied, was niemanden empfohlen hat. Also du sagst jetzt, ich kenne keinen, ich war die letzten 5 Jahre, keine Ahnung, wo auf einer einsamen Insel oder in staatlichem Gewahrsam. Ich habe keine Ahnung, wo du warst. Du warst einfach nicht da. So. Also kennst du keinen. Du willst auch keinen davon erzählen, weil du sagst, Bruder, das ist so geil, das ist so mega, da erzähle ich keinen Menschen von. Ja, so, das ist blöd, aber gibt ja so Leute. Also, du bekommst erstmal
eine potenzielle Rendite aus dem Verkauf von Endotech-Aktien oder dem Erhalt von Dividenden in der Zukunft. Weil jeder Partner in diesem System bekommt ja entsprechend seines Packages einen Anteil an diesem 5% Endotech-Aktienpool. So, wenn das alles mal so funktioniert, wie die das planen, dass dieser Laden hier in 2 Jahren, spätestens Ende 2022, an die Börse geht. Und wenn die Zahlen auch nur so halbwegs eintreffen, über die wir hier gerade reden, dann werden die mit einem derartigen Milliardenwert an der Börse aufschlagen, dass auch diese 5% Aktien schon ein hochattraktives Thema sein können. Dann die Handelsbelohnung, nämlich das, was Endotech aktuell tut, ja, nämlich aus unserem Geld mehr Geld machen, das, daran haben wir unsere Beteiligung und dann natürlich potenzielles Matrix-Spillover, was wiederum bedeuten kann, du kannst schon mal maximal 48% alleine dadurch sofort zurückbekommen. Wie geht das? Nehmen wir hier mal das 100er Package. Ja? Erste und zweite Level kriegst du ja freigeschaltet für Nüsse. Ja? Musst du keinen ins Geschäft bringen. Also, vielleicht dauert 6 Wochen, vielleicht auch 2 Monate, bis du die ersten 3 und die nächsten 9 durch Spillover gefüllt hast. Ich habe keine Ahnung, aber es kann sein. So, dann hast du 3 Leute bei deinem 100er Paket. Dann hast du in deiner 100er Matrix 3 in deiner Front, jeder mit einem 100er Paket. 100, 200, 300 mal 4% sind diese 12 Dollar, die du bekommst. Zweite Level, 9 Leute, 900 Dollar, 4%, 36. Diese beiden zusammen ergibt 48, bedeutet, du hast ein 100er reingepackt, hast schon 48 wieder rausgekriegt. Und 50 Dollar liegen im Trading. Ja, also das ist ja auch schon mal jetzt nicht so irre. So, jetzt pass auf. Dann haben wir noch ein persönlicher, das ist ein ganz besonderer Bonus, ein persönlicher Bonus. Wer übrigens Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten. So haben wir immer gesagt, ne? So, persönlicher Bonus heißt, jeden, den du persönlich ins Geschäft bringst, bekommst du 5% direkt Bonus von dem, was derjenige an Paketen kauft. So, 5% sofort Bonus, also der kauft ein 100er Paket, kriegst du deine 5 Dollar, kauft ein 200er Paket, kriegst du deine 10 Dollar, kauft ein 400er, kriegst du 20 Dollar und so weiter. Ja, also das ist der persönliche Bonus. Und dann gibt es diesen Matrix-Check-Matching-Bonus. Und das ist halt das, was ich euch eben gezeigt habe. Such Leute, die besser sind als du. Such Leute, die gieriger sind als du. Such Leute, die besser vernetzt sind als du. Such Leute, die größer aufbauen wollen als du. Weil du bist mit 10% an deren Erfolg beteiligt, wenn du sie in das Geschäft eingeladen hast. Deswegen höre ich nie auf zu sponsern. Ich werde immer mit Leuten reden. Warum? Weil ich daran beteiligt bin. So, er verdient jetzt an dem gesamten Matrix-Bonus des direkt gesponserten Partners. Allerdings, mit einer Einschränkung, du bekommst immer auf die Generationen deinen 10% Checkmatching-Bonus, für die du selber qualifiziert bist. Also, stellen wir uns mal vor, du bist jetzt freigeschaltet für, sagen wir mal, 5 Generationen, ja, und hast mich ins Geschäft gebracht. Ich verdiene in meinen 10 Generationen 100.000 Dollar im Monat. In meinen 5 Generationen habe ich aber nur 6.000 Dollar verdient. Ja, weil da oben ist ja weniger los. Dann bekommst du von den 6.000, bekommst du 10%. Bist du aber auch für 10 Generationen qualifiziert, wie ich, bekommst du auf mein gesamtes Matrix-Einkommen, auf die 100.000 bekommst du 10%. Das sind 10.000 Dollar, die du verdienen kannst im Monat, nur weil du mich persönlich ins Geschäft gebracht hast. Jetzt stell dir mal vor, du bringst 10 Witkes ins Geschäft. Durch. Also deswegen ist es auch hochinteressant, mehr Leute zu sponsern. Okay? So, das haben wir noch. Das ist der Checkmatching-Bonus. So, und dann gibt es ein Unilevel, das ist ganz wichtig, Freunde, ein Unilevel-Residual-Trading-Bonus. Und jetzt bitte gut hinhören, weil das habe auch ich erst vor etwa 24 Stunden kapiert.
Da hat der Jeremy nämlich geschrieben und hat gesagt, nee, Jörgi, den Trading-Bonus, den bekommst du nicht über deine Matrix 3, 9, 27 und so weiter ausgeschüttet, sondern den bekommst du im Unilevel. Was heißt denn das? Pass auf, du bringst selber, ich habe ja in meiner Matrix, sind ja maximal 3, sind ja in der ersten Generation. 3 ist ja begrenzt und dann kommen die 9. So, ich habe aber jetzt schon 29 gesponsert. Residualeinkommen im Trading-Bonus bedeutet, alle 29, die ich persönlich gebracht habe, sind in meiner ersten Linie. Und die wiederum, ich habe ja jetzt schon mehrere, die selber 24 gesponsert haben. Ja? Das heißt, in meiner zweiten Generation sind jetzt nicht nur 9, wie in der Matrix, sondern da sind jetzt schon, ich tippe mal 100, mindestens wahrscheinlich 150 in meiner zweiten Linie. Das heißt, meine Unilevel-Generation werden viel, viel größer werden als meine Matrix-Level. Meine Matrix-Level sind ja immer nur mal 3, mal 3, mal 3. Mein Unilevel kann sein mal 24, mal 24, mal 24 oder womöglich mal 50, mal 50, mal 50. Das heißt, Unilevel kann ich Hunderttausende von Menschen in meinen 10 Generationen haben, wo ich an den Trading-Ergebnissen beteiligt bin. Unilevel, das haben wir einfach überlesen, Mario, du genauso wie ich. Wir haben einfach gesehen, Unilevel, Residual, Trading-Bonus, hört sich gut an. Kriegst du auf 10 Level, kriegst du Geld. Aber wenn du verstehst, dass Unilevel abhängig davon ist, wie viel hast du persönlich gesponsert und wie viel haben die persönlich gesponsert und wie viel haben die persönlich gesponsert, dann hast du nämlich, nehmen wir doch mal an, im Durchschnitt nur 5. 5, 25, 125, 625, ja? Das heißt 3125. Diese ein oder zwei mehr als in der Dreiermatrix macht ja in der Tiefe unfassbare Unterschiede aus. Das ist ja dieser Multiplikationseffekt. Okay? Also, das ist am Trading-Bonus. Und das ist auch etwas, wo Jeremy sagt, Leute, wir haben keine Vorstellung davon. Stell dir doch mal vor, du hast jetzt irgendwann, hast du, weiß ich nicht, 100 Millionen in deinen 10 Generationen, in deinen 10 Leveln, 100 Millionen. Und Endotech macht 300-400%. Dann kommen da 300-400 Millionen, die da im Jahr an Ergebnissen gewonnen werden. Darauf gibt es 10%, die verteilt werden in der Struktur. Also Leute, denkt mal darüber nach, über wie viel wir hier reden, was da sukzessive im Laufe der Zeit passiert. Wenn wir uns hier jetzt wirklich mal ein bisschen anstrengen und bauen uns hier eine expansive Organisation auf, dann haben wir hier in 2-3 Jahren so viele Milliarden an Trading-Volumen, an denen wir jeden Tag mitverdienen. Und ich glaube, dass das auch die wenigsten tatsächlich nachvollziehen können, in welcher Größenordnung sich das irgendwann bewegt. Warum? Weil wir sehen hier nochmal die 3 Kategorien von Mitgliedern. Wir haben die Leute, die das Paket 1 bis 7 kaufen, das ist bis 12.000, tralala. Und dann, beziehungsweise bis 6,5, glaube ich. Und dann haben wir dann die 8 bis 10, das ist 12,5, 25, 50. So, das sind die nächsten, weil bei den kleineren Paketen gehen 50% in den Trading Fund von Daisy. Wir beteiligen uns ja quasi an Daisy. An diesem Projekt. So, Daisy handelt und wir haben einen Teil an diesem Projekt. So ist es im Prinzip die richtige Erklärung. 70% gehen bei den großen Paketen in den Daisy Fund. Ja? Und wenn du alle 10, da sehen wir hier nochmal, wenn du alle 10 Matrixen gebucht hast, das heißt, du hast 102.000 im Laufe der Zeit gebucht, dann hast du diesen Level VIP-Customer. Jetzt kannst du sofort direkt an Endotech gehen. Und ich habe euch das ja mehrfach gezeigt. Ich kann euch die E-Mail zeigen, die ich an Endotech geschickt habe. Habe ich gesagt, hallo, liebe Frau, also als ich so näher dann mich mit dem Thema beschäftigt habe, gesagt habe, Mensch, komm, wahrscheinlich werde ich mit Daisy starten. Dann habe ich mit den Jungs da mal geredet und dann habe ich
eine E-Mail an Endotech geschrieben und habe gesagt, hallo Endotech, ich würde gerne, dass ihr, ich bin Privatinvestor aus Dubai, ich würde gerne, dass ihr für mich tradet. Kam zurück, sorry, wir arbeiten nur für institutionelle Anleger. Das war's, mehr kam nicht. So, dann habe ich aber auch einen Zoom-Call gehabt, wo die Dr. Anna Becker drauf war und so weiter. Und aufgrund meines Engagements hier bei Daisy haben sie gesagt, okay, wir nehmen dich auch als Privatkunde an. So, das ist das, was jeder in Zukunft werden kann, wenn er diese 10 Positionen gebucht hat. Dann kriegst du quasi denselben Service, den ein Hedgefonds bekommt, den ein Investmentbank bekommt. Das, was Endotech seit 2012 aufgebaut hat und für diese institutionellen Anleger macht, machen die dann für dich und für mich. So, ich kann euch zum Beispiel eins sagen, ich weiß jetzt nicht, was morgen passiert, aber Endotech hat mich jetzt als VIP-Kunde angeschrieben, hat gesagt, Achtung, wir holen jetzt alles aus USDT raus, weil Montag werden irgendwelche wilden Volatilitätsgeschichten womöglich aufgrund von Informationen, die erwartet werden, am Markt passieren. Also haben sie alles das, was in USDT war, Theta ist ja ein Stablecoin, der den Dollar widerspiegelt, rausgeholt und haben den in einem Binance Stablecoin positioniert, ja, oder halt in Bitcoin. Also die wissen Dinge viel früher, wie wir die wissen, und die behandeln uns dann auch so, wie sie jetzt eine Bank oder ein Großinvestor behandeln würden. Und so hast du jetzt, wenn du jetzt auch, wenn du heute mit $100 anfängst, du baust es auf, du sponsorst, du arbeitest das Geschäft. Irgendwann hast du so viel Geld verdient, dass du sagst, okay, ich kaufe mir das 10. Package. So, jetzt verdienst du aus diesem Trading, natürlich verdienst du Gelder. So, und irgendwann sagst du, Mensch, komm, jetzt habe ich da nochmal 100 oder 200.000 rumfliegen. Die will ich jetzt auch arbeiten lassen. Und das kannst du dann direkt bei Endotech tun. Das heißt, dieses Geld geht auf dein eigenes Binance oder Gemini-Konto, was auch immer du möchtest. Ja? Ich habe es bei Binance zum Beispiel liegen. Und dann gibst du denen nur die API-Keys. Die können kein Geld auszahlen. Die geben dir alle 4 Wochen, kriegst du eine Rechnung. Und dann bezahlst du von dem Gewinn, der gemacht wird, bezahlst du 20% an Endotech. Und die Hälfte davon geht wieder in die Struktur. So, und das geht los ab $20.000. Da bezahlst du vorab 5% Einschreibegebühr an Endotech. Also sagen wir mal, du packst da 100.000 rein. Dann bezahlst du 5.000 an Endotech. Dann hast du einen persönlichen Berater, der ruft dich an. Mit dem machst du einen Zoom-Call. Der erklärt dir das. Der fragt dich, wie sind deine Ziele? Wie ist dein Gesamtportfolio? Was möchtest du machen? Wie viel möchtest du machen? Ich habe denen gesagt, wichtigste ist Kapitalerhalt und ich möchte gerne mehr Bitcoins machen. So, und dann haben sie mir eine Strategie aus diesen unterschiedlichen Geschichten, die sie haben, haben sie mir zusammengebaut. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will aber auch so, dass wir so einen gewissen Part, und wenn es nur irgendwie 10% oder 20% des Geldes sind, dass die so ein bisschen progressiver handeln. Ja, okay, dann haben sie mir hier diese Ethereum-Leverage-Strategie noch empfohlen, haben wir auch noch mit reingepackt. Das heißt, die machen dir auf dich zugeschnitten, machen die ein Portfolio, was die normalerweise für Hedgefonds, für Investmentbanken machen. Und das ist, da kommst du normal nicht dran. Ja, das ist wirklich nur über den Umweg Daisy haben wir eine Chance, in dieses Privileg zu kommen. So, das brauche ich euch nicht zu erzählen, weil ihr seid ja alle schon Vertriebspartner. Ihr wisst das, wir brauchen die App. Wir müssen die Clever respektive die Tronlink-App sollten wir uns runterziehen. Und ich empfehle am besten auch noch Token Pocket sich darunter zu holen, weil das Schöne an dezentralisierten Kryptowährung ist ja, dass ich ein Konto unter verschiedenen Oberflächen handeln kann. Ja, also das ist, ich glaube, Mario hat das letztes Mal gesagt, das fand ich so gut. Das ist, du hast ein Bankkonto und du kannst dich jetzt aber einloggen über ING DiBa, du kannst dich einloggen über die Sparkasse, du kannst dich einloggen über die Dresdner Bank, über die Commerzbank. Das ist genau das Gleiche. Du hast eine Clever-App, du hast einen Tronlink, du hast einen Token Pocket und du kannst dich einloggen in jede App. Und wenn du ein Konto jetzt einmal angelegt hast, sagen wir auf Tronlink, dann kannst du das spiegeln in Token Pocket. Und du kannst das spiegeln in Clever. Und dann kannst du die App öffnen und dann siehst du deine Konten bei Token Pocket, genauso wie bei Tronlink, genauso wie in der Clever App. Ja? Und noch als letzten Hinweis, bitte, liebe Leute, achtet auf diese Security Codes.
Ja, also das ist zum Beispiel, man fühlt sich immer so motiviert, du machst die App, ziehst dir die runter und wenn du jetzt das erste Mal ein Konto anlegst, kriegst du ja diese irgendwie 12 Namen, diese 12 Worte kriegst du dann. So, was machen die meisten Leute? Die gehen nicht hin, wie es empfohlen wird, schreiben sich die da nieder und legen diesen Zettel in irgendeinen Tresor oder sonst wohin. Nein, sie machen einen Screenshot. Und dieser Screenshot ist auf deinem Handy. So, und dann wird eben bestätigt, alles klar. So, und was ist, wenn du dein Handy verlierst? Du kannst ja die App zwar runterladen, aber du kriegst dein Konto nicht mehr aktiviert. Dann bist du zweiter Sieger. Und ganz besonders bist du zweiter Sieger, wenn du dir zwischendurch mal 3 Monate lang hier ein Business aufbaust, bis jetzt von mir aus bei 10.000, 20.000, die im Monat in dein Tron-Wallet reinlaufen und dann verlierst du dein Handy. Doof, ne? Besonders wenn du dann keine Zugangscodes mehr hast, um dein Konto dann auch auf dem neuen Handy wieder zu aktivieren. Weil dann laufen jeden Monat brav 10.000, 20.000 ins Leere. Pff, weg sind sie. Und du kommst dann nie wieder dran. Leute, da müsst ihr halt auch bitte sehr, sehr ernsthaft mit umgehen, weil be your own bank, das ist Cryptocurrency. Be your own bank, sei deine eigene Bank, aber dann bist du auch dafür verantwortlich. Also bitte, da müsst ihr auch ein bisschen euch mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Fazit zu dem Businessmodell und den ersten 5 Tagen, die ich hier kennengelernt habe. Ich habe das dunkelgrüne Gefühl, dass wir hier gerade beteiligt sind an der größten Massenhysterie, die es jemals auf dem Planeten im Vertrieb gegeben hat. Weil das Ding so unfassbar schnell ist, wie wir uns das kaum vorstellen können. Unsere Aufgabe ist es jetzt, eure Aufgabe ist es jetzt, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Leute zu informieren. Wir haben diese mega geilen Videos, die ja echt oberprofessionell sind. Und dann ladet sie ein. Und wir haben jetzt die nächste Woche, haben wir unter einen Stern, das ist so die Daisy Power Week, weil wir sind jetzt vorbereitet. Wir werden so zum Ende der Woche wahrscheinlich wieder live gehen. Die haben eben avisiert, die probieren das irgendwie so Donnerstag wieder live zu gehen. Lass es Freitag, Samstag oder Sonntag werden, ist egal. Wir wollen jetzt diese Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wollen wir live auf Sendung gehen und wir wollen das so machen, wie wir es heute gemacht haben, also getrennt, natürlich nicht so intensiv, was den Karriereplan angeht und so weiter, aber was wir machen wollen ist, dass wir das Geschäft vorstellen, nur das Geschäft und das Produkt, also die Firma und das Produkt im Grunde, eine halbe Stunde, dann eine Viertelstunde Pause. Jeder, der sagt, ach komm, ich will da jetzt mal 1.000er reintun, super, reicht. So, wer dann sagt, jo, mich interessiert aber auch darüber zu reden, wie kann ich mit dem System Geld verdienen, eine Viertelstunde später nochmal für eine halbe Stunde Karriere und System. Ja, weil das halt extrem viel Input ist. Wir hören von den Leuten, die hier eine Stunde zuhören, denen qualmt die Birne. Ja, und da habe ich ja auch volles Verständnis für, das ist nun mal extrem komplex. So, wir beschäftigen uns jetzt seit vielen Jahren mit dem Thema Krypto und wir wissen, wie das geht. Das ist jetzt easy für uns. Wir wissen, was Blockchain ist, wir wissen, was ein Private Key ist, wir wissen, was ein Seed ist und all diese lustigen Dinge. Wenn du jetzt zum ersten Mal davon hörst und dir sagst, oh, du musst mal eben eine App runterladen, machst du mal ein Tron-Wallet, schickst ein paar Tron hin und so weiter. Wir sagen das immer so aus dem Handgelenk, aber da steckt schon extrem viel Know-how dahinter und auch Erfahrung. Und da müssen wir die Leute halt so ein bisschen an die Hand nehmen und wollen sie ihnen zeigen und wollen sie ausbilden dafür, wie geht das alles etc. Und deswegen wollen wir auch jetzt die Präsentation mal ein bisschen splitten, ja, damit wir sagen, komm, jetzt erstmal nur Company und Produkt und dann zweite Teil ist der Business Part. Und das machen wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag in der nächsten Woche, damit jeder, der am Montag drauf ist und der nur 40% behalten hat, der kann dann am Dienstag nochmal. Dann ist er bei 60%. Der kommt am Mittwoch nochmal, ist er bei 80%. Am Donnerstag hat er die Nummer geschnallt. Ist er pünktlich zum Start am Bord und gibt Gas. Ich befürchte, dass wir in diesem Team hier mehr Multimillionäre entwickeln, als wir das jemals in irgendeinem anderen Business hinbekommen haben. Und das ist kein Business, wo ihr irgendwelchen Geld hinterherlaufen müssen, sondern dieses Geld ist sofort auf euren Wallets. Und das ist halt ein ganz, ganz außergewöhnliches Modell. Ich bin echt mega stolz, dass wir die Chance gehabt haben, zu so einem Zeitpunkt hier dabei zu sein. Ich freue mich riesig auf den Neustart. Wir haben in dem Moment, wo wir wieder live gehen, diese 48 Stunden sind uns avisiert worden. Das heißt, wieder jeder, der reinkommt, 48 Stunden lang
10 Generationen freigeschaltet und auch jeder, der drin ist bereits und noch nicht freigeschaltet für 10 Generationen, bekommt die auch wieder ausbezahlt für die ersten 2 Tage. Und wir haben erlebt beim ersten Start, so bei der ersten Launch des Systems, was das für tolle Einkommen ausmacht. Also, ich persönlich sehe hier eine brutale Welle auf uns zukommen, die auch extrem langfristig ist. Und das brachte der Eduard, einer der Founder, brachte das sehr, sehr toll auf den Punkt. Der hat gesagt, wir sind kein Long-Term-Business, wir sind ein Life-Term-Business. Hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und wer sich mit dieser Technik auskennt und weiß, dass ein Smart Contract, der geschrieben ist, dass der nicht verändert werden kann, dass der einfach nur live ist und läuft, ich glaube, dann wisst ihr, was hier auf uns zukommt. Das war's von meiner Seite. Ich würde mich an dieser Stelle mal brav bedanken für eure Aufmerksamkeit, würde noch mal fürs Schlusswort an den Mario zurückgeben. Mario, hast du irgendwas noch hinzuzufügen? Ja, warte mal, ich will mal eben die Teilnehmer alle noch mal, den Teilnehmern noch mal, dass jeder noch mal was sagen kann. Also ihr könntet auch... Ja, alle gleichzeitig sagen. Am besten, die 320. Ja, natürlich. Der war gut. Es geht schon los. Lass mich eben noch was sagen, bitte. Also wir fangen jeden in den nächsten 5 Tagen immer um 20 Uhr an. Also 20 Uhr bis 20.30 Uhr Company, Viertelstunde Pause, Viertel vor 9 bis Viertel nach 9 Marketingplan. Ja, 5-mal die Woche. Das war's, wollte ich nicht sagen. Und die Links sind immer wieder dieselben. Der Jörg postet die heute, ne? Oder morgen früh. Sie. Ne, der gilt dasselbe dann, von heute. Ja, der gilt dann für die ganze Woche. Ne? Jawohl. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz was hinzufügen zu den Private Keys bzw. den Seed-Wörtern. Also die Seed-Wörter sind dazu da, um das Wallet wiederherzustellen. Aber wenn jemand Unterkonten gemacht hat, ja, die könnt ihr mit den Seed-Wörtern nicht wiederherstellen. Also bewahrt euch auch für jedes Konto, was ihr macht, den Private Key auf. Ja, ganz, ganz wichtig. René, das ist nämlich unser Mega-Experte, was das Thema Smart Contract und Apps und so weiter angeht. Auch richtig. An Bord haben. Also, dann würde ich nochmal sagen, Dankeschön und ja, hören wir uns morgen. Und übrigens, ohne 3 Gäste wirst du hier morgen gar nicht reingelassen. Alles klar? Mindestens. Ciao. Danke. Macht es gut. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss.